Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, in dem es um die C14-Methode, welche auch Radiocarbon-Methode genannt wird, gehen wird. Das Video besitzt drei Gliederungspunkte. In Punkt 1 gibt es eine Wiederholung zur Exponentialfunktion. In Punkt 2 zeige ich dir, was du dir unter der C14-Methode vorstellen kannst. Punkt 3 schließt das Video mit einer Zusammenfassung ab. Zur Wiederholung. Eine Exponentialfunktion mit der Basis e besitzt die Darstellungsform f von t gleich a mal e hoch k t. A, k und t sind beliebige reelle Zahlen. Zudem sind a und k ungleich 0. A ist der Anfangswert der jeweiligen Modellierung und e steht für die Eulersche Zahl mit dem Wert von 2,718 und so weiter. Welchen Einfluss hat der Vorfaktor k? Ist k größer als 0? Dann handelt es sich um einen Wachstumsprozess. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com